Warum sind 80% der lerngestörten Kinder männlich? Warum sind 80% der Stotterer männlich? Warum sind 85% der jugendlichen Selbstmörder männlich? Warum sind 95% der hyperaktiven Kinder männlich? Warum sind 84% der Legastheniker männlich? Das hat doch Gründe. Der Grund heißt Testosteron. Und Mädchen mit zu viel Testosteron haben dieselben Probleme. Dann, wenn Sie so viel Testosteron im System haben, dann sehen Sie eine Kurve, die muss nicht mal zu einem Mädchen gehören und Sie haben eine Erektion. Zack, da ist sie. Werden Sie mal fertig damit. Und Sie brauchen, bis Sie 22 sind, bis Sie damit umgehen können. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie halbnackt die Mädchen rumlaufen in der Schule und überall. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor. Schauen wir uns mal an, wie das mit den Hormonen ist. Jetzt kommt vielleicht noch ein richtiger Schock für Sie. Also Testosteron ist das Testosteron, woran die Männer so leiden, will ich mal sagen. Also wir wissen ja jetzt, dass das vor der Geburt bereits begonnen hat. Das heißt, hier wird der kleine Junge geboren und hat einen phänomenalen Testosteronspiegel. Ich referiere jetzt Bidulf, der müsste auch draußen sein. Ein australischer Autor, phänomenal, sehr leicht lesbar. Das eine Buch ist Jungen und wie sie glücklich heranwachsen. Und das andere ist Männer auf der Suche. Also allen Männern unbedingt empfehlenswert, Männern auf der Suche. Und wenn Sie Kinder haben, daheim Knaben haben, sollten Sie lesen Jungen und wie sie glücklich heranwachsen. Phänomenal. Und dieser Bidulf sagt, dass es also ein sehr, sehr hoher Testosteronspiegel ist, der ja in der Schwangerschaft die ganze Zeit oben gehalten werden musste, damit zunächst kommt das vom Uterus, von der Mutter und nach ungefähr 6 Wochen sind die Hoden fertig und dann produziert sich der kleine Heranwachsende das schon bitteschön selber, nicht wahr? Ist ja nicht mehr abhängig von der Mutter. So, und jetzt dauert es 3 Monate, bis dieser Testosteronspiegel auf Kinderniveau, Kleinkinderniveau kommt. Das heißt, Mädchenniveau wäre also etwas tiefer, hat aber auch etwas, hier wäre 0. So, und dann im Alter von 4 Jahren verdoppelt sich das plötzlich. Man weiß nicht warum, verdoppelt sich das plötzlich. Und das ist der Zeitpunkt, wo der kleine Junge für den Papa wahnsinnig interessant wird. Da vergrößert sich der Radius von Mutters Schürzenzipfel. Da wird er plötzlich abenteuerlustig. Da ist er plötzlich für den Mann von mehr Interesse, weil das ist dieser Testosteronschub, der das macht. Und das dauert jetzt 1 Jahr, da können sich die beiden ein bisschen aneinander gewöhnen. Und dann im Alter von 5, rechtzeitig vor der Schule, die hier in den angelsächsischen Ländern ein bisschen eher beginnt, sackt das wieder ab und da bleibt es jetzt, bis der Kleine 11 bis 13 Jahre wird, sprich in die Pubertät kommt. So. Und mit 11 bis 13 geht das zack wieder auf dieses hohe Niveau, das wir hier hatten, also 800%. Und da bleibt es jetzt. Ich habe eine Reihe anderer Autoren gelesen, die können Sie sich sparen, der Bidulf, der erklärt das alles sehr schön. Aber die haben alle gesagt, es dauert ungefähr bis Alter 22, bis der Mann mit diesem Testosteron klarkommen kann. Schauen Sie, es gibt auch ein paar Frauen mit zu viel Testosteron. Wir sagen zum Beispiel, die Männer denken immer nur an das eine. Ist kein Wunder, mit so viel Testosteron täten wir es auch. Wenn Sie Golden Girls kennen, dann sage ich nur ein Wort, Blanche. Die hat zu viel Testosteron. Drum sagt sie dann zu der Dorothy, ach weißt du, das ist schon 4 Tage, ohne dass ich das die Gesellschaft eines Mannes genossen hätte. So. Was macht das Testosteron mit diesem armen Wurm, das jetzt zwischen 11 und 13 Jahre ist und plötzlich diesen Schub bekommt? Also zum einen wächst man mit Testosteron in Schüben, während Frauen, also Mädchen, graduell heranwachsen. Übrigens, ich muss noch was klären. Ich erkläre Ihnen jetzt die Leidenszeit der Männer. Wir müssen mal schauen mit der Pause, wie wir gelagert sind. Die ist, wann ist die fällig? Ja, wir haben noch Zeit. Um 20:30 ist die nächste Pause, gell? Genau. Die Leidensphase der Männer, aber die Leidensphase der Frauen beginnt dann später. PMS und so weiter. Also ist nicht so, dass nur die Männer leiden. Nur ist es versetzt. Zu dem Zeitpunkt leiden die Mädchen eben nicht in dem Maße. Also wenn man so viel Testosteron hat, wächst man in Schüben. Das heißt, wir haben einen eingefleischten Bewegungsablauf zum Glas. Und dann wachsen wir in einem Schub, die Nervenbahnen sind alle da, wir greifen hin, aber das Glas ist nicht dort.
wo es immer war, weil der Arm länger geworden ist. Also sind Sie jahrelang linkisch. Das wären wir auch. Es gibt viele Mädchensportler, die als Mädchen anfangen oder als Erwachsene weiter Schlittschuhlaufen oder was immer. Es gibt kaum Jungen, die das können, weil das nicht geht, weil sie ständig den Flip neu lernen müssen. Während ein Mädchen kann diese millimeterweise Wachstums, wenn sie regelmäßig trainiert, kann sie die millimeterweise mittrainieren. Also wird, sagen wir mal, ein Viertel von seiner Energie für diesen Quatsch verbraucht. Wenn er in Schüben wächst, dann heißt das, Nervenbahnen müssen ständig neu gebaut werden. Das heißt aber auch was anderes. Mütter klagen, dass in dieser Zeit ihre Jungen anscheinend immer schwerhörig werden. Das ist richtig, weil die Bahnen im inneren Ohr auch ständig neu gebaut werden müssen. Der ist effektiv taub. Schreiben Sie ihm einen Brief in der Zeit. Der hört wirklich nur die Hälfte. Aber was heißt denn das, wenn Sie in der Schule sitzen und nicht wissen, dass Sie phasenweise nichts hören? Halten Sie sich für dumm und jeder hält Sie für dumm. Warum sind 80% der lerngestörten Kinder männlich? Warum sind 80% der Stotterer männlich? Warum sind 85% der jugendlichen Selbstmörder männlich? Warum sind 95% der hyperaktiven Kinder männlich? Warum sind 84% der Legastheniker männlich? Das hat doch Gründe. Der Grund heißt Testosteron. Und Mädchen mit zu viel Testosteron haben dieselben Probleme. Dann, wenn Sie so viel Testosteron im System haben, dann sehen Sie eine Kurve, die muss nicht mal zu einem Mädchen gehören und Sie haben eine Erektion. Zack, da ist sie. Werden Sie mal fertig damit. Und Sie brauchen, bis Sie 22 sind, bis Sie damit umgehen können. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie halbnackt die Mädchen rumlaufen in der Schule und überall. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor. Ich will Ihnen mal zeigen, was das bedeutet, ein junger Mann zu sein in dieser Gesellschaft. Stehen Sie mal kurz auf. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein glitschiges. Was wäre das 5-Mark-Stück in Österreich? Was wäre ein vergleichbares Münzenstück? Was ist die größte Münze, die Sie haben? 20 Schilling? Ist das eine leichte oder eine schwerere Münze? Eine schwere. 20 Schilling, Sie haben ein glitschiges 20-Schilling-Stück und das wollen Sie mit dem Arsch festhalten. Stellen Sie sich das mal vor, bewegen Sie mal die Muskeln dementsprechend. Jetzt frage ich Sie, wie lange könnten Sie das halten, ohne dass das rutscht? Minutenweise, stundenweise, Tage oder jahrzehntelang? Sehen Sie, und Männer müssen quasi lernen, ständig so ein Stück festzuhalten. Das heißt, die starken Emotionen, die durch Testosteron ausgelöst werden, dürfen sie nicht ausleben. Das ist ständig ein Körperpanzer. Das entspricht dem. Aber weil Sie gerade stehen, schütteln Sie doch mal der Person hinter Ihnen die Hand. Dankeschön. So. Also ein Viertel verbrät der junge, heranwachsende Knabe, weil die Dinge andauernd nicht da sind, wo man hingreift. Und ein Viertel verbrät er damit, dass er ständig obergeil ist. Also er wird so gemacht von der Natur. Er kann das ja nicht stoppen. Er muss nur irgendwie fertig werden damit. Zum Beispiel, wir haben unsere Probleme dann nach der Periode und diesen Dingen. Manche Frauen leiden sehr stark unter PMI, wie Sie wissen. Prämenstruell PMS-Syndrom. Ja, haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Natur das so eingerichtet hat, dass manche Frauen 500 Mal in ihrem Leben unter PMI leiden und also tagelang wirklich schwer leiden? Wissen Sie, worunter sie leiden? Sie leiden unter Entzugsproblemen, weil sie in der Zeit keine weiblichen Hormone haben. Das sind Entzugserscheinungen, die sie haben. Und wenn die Hormone wieder kommen, dann beruhigt sich das alles wieder. Warum hat die Natur das so unfair eingerichtet, dass viele Frauen darunter einmal im Monat den Rest ihres Erwachsenendaseins bis zur Menopause leiden müssen? Haben Sie auch die geringste Ahnung, warum die Natur das gemacht hat? Sehen Sie, das ist die falsche Fragestellung. Bis vor kurzem haben die Frauen in ihrem ganzen Leben kein PMI erfahren. Warum nicht? Weil sie ja ständig entweder schwanger waren oder gestillt haben. Gestillt haben sie bis zu 2 oder 3 Jahren, in manchen sogenannten primitiven Gesellschaften 4 Jahre.
Und während eine Frau stillt, wenn sie das Kind so stillt, dass das Kind trinken kann, wann es will und nicht nach der Uhr, nicht wahr, Dr. Spock gelesen, 4-Stunden-Rhythmus und ähnlichen Scheiß, wenn das Kind trinken darf, wann es will, können sie nicht schwanger werden, solange sie stillen, weil gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die das verhindern. Wenn Sie aber das Kind nach der Uhr stillen, können Sie schwanger werden, obwohl Sie stillen. So, und wir stillen ja nicht mehr, ne? Das ist ja so unbequem. Lassen wir mal sein, kriegt das Kind Alete oder was? Das heißt, Frauen können also durchaus, wenn sie sagen, ich will keine Kinder haben, 500 Menstruationen haben. Und wenn sie jetzt ständig nur diesen leeren Mechanismus mit sich schleppen, jeden Monat wird der Körper vorbereitet für eine Schwangerschaft, wird nichts, raus damit. Vorbereitung, raus damit. Vorbereitung, raus damit. Dann reagiert der Körper irgendwann. Und dann kriegen sie in zunehmendem Maß Probleme damit. Deswegen läuft das so ab. Das war nicht so geplant von der Natur. Denn wenn sie ständig schwanger sind oder stillen, dann haben sie in ihrem ganzen Leben ab und zu mal eine Periode gehabt. Und da war der Entzug so kurz, dass sie nicht gelitten haben drunter. Und dann hatten sie ja wieder jede Menge Hormone. Das heißt, diese Leiden, die die Frauen dann haben, werden von den Männern wieder unterbewertet. Frauen begreifen nicht, was der junge Mann zu leiden hat und mancher Mann danach mit zu viel Testosteron ständig zu leiden hat. Und Männer können nicht begreifen, wie es Frauen geht, die dieses Problem haben. Und wenn wir da mehr miteinander reden können, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein tolles Buch haben, wo solche Sachen drinstehen, und Sie haben einen Partner daheim, und Sie möchten gern, dass er das Buch liest, gehen Sie ja nicht hin und sagen, lies das mal. Wenn er nicht anwesend ist heute hier, dann ist er nicht unbedingt der Typ, der das lesen will. Dann rate ich Ihnen, gehen Sie auf die Männerpsyche ein. Sie sagen keinen Ton über das Buch. Sie lesen es. Jede Minute, jede Freie lesen Sie. Wenn er den Raum betritt, stecken Sie es in die Ritze an der Couch. Wird Ihnen sicherlich bald interessieren, was Sie da immer lesen. So.